So, und wenn du jetzt auf den Knopf drückst, dann erst wird der beschleunigt. In dem Moment muss aber sowohl hier diese Schiene Strom kriegen, als auch die Weiche umgeschaltet werden. Hm. Na? Was ist denn dabei? Meinst du ein, zwei davor oder was, dass der Abstand wenn kürzer ist? Genau, also im Grunde, wenn du hier das Gleis hast, dann muss der Werfer sozusagen hier hin. Okay, also direkt davor. Ja. Also weil sonst könnte das von den Ticks zu knapp werden. Und? Also das heißt, hier quasi so, ne? Und hier die Aktivierungsschiene. Genau. Die keine ist. Richtig. Und der Werfer darf ruhig eins höher sitzen. Also der muss jetzt nicht hier dran liegen, sondern er kann auch hier hin. Dann fällt das Minecart da drauf. Das ist insofern ganz interessant, je nachdem, wo du den Knopf machst, weißt du? Du hast ja ein Zwei-Knopf-System. Einmal auslösen, du willst ein Minecart haben und dann brauchst du noch ein Knopfsystem, was die Schienen beschleunigt. Und das die heißt, Weiche stellt. Zum Beispiel rechts Minecart hier ein Knopf, also auf der Höhe vom Werfer und unten zum Beispiel Knopf für Weiche. Genau. Und der Werfer darf halt nicht auf der Höhe des zweiten Knopfs sein. Jetzt kriegst du wieder ein Minecart, das willst du ja nicht. Ist ein bisschen verzwickt. Also, dann machen wir das so quasi. Hier, Werfer. Mhm. Ja, die kannst du auch wegmachen. Hier darf kein Redstone-Block sein, weil der würde die Weiche hier aktivieren. Ja, weil jetzt habe ich es genau falsch umgebaut, ne? Also so. Genau. Unten drunter Steinziegel. Ja. Und dann, wenn ich da drauf drücke, kommt theoretisch. Hast du eine Lore da? Zufällig gerade? Nee, ich habe meine schon wieder weggepackt, aber da in der Kiste müsste eine sein. Ist auch keine drin. Habe ich da keine reingelegt? Ja, ist ja egal, auf jeden Fall, es funktioniert so. Ja, das geht. Das habe ich schon getestet. Da, 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 da. Wie groß soll die dann werden in der Dimension hier? Den ganzen Platz füllend, oder? Ja nicht, wir können ja ein bisschen mit Garten und so arbeiten, mit Grün, weißt du, dass das nicht so ein riesiger Klotz wird. Muss mal gucken, ob das überhaupt auch der richtige Platz dafür ist. Wir können ja generell auch mal in die Planung gehen, ob wir unseren Dorfkern mal irgendwie anders gestalten. Brauchst du mich noch, Jules? Ich weiß nicht, wenn nicht Blech. Jawohl. Er hat jetzt gesagt plärrig, oder hat er blärig gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auch blä verstanden. Also wenn er furzt und in seiner Wohnung bricht alles zusammen und auseinander, dann kriege ich das aber vielleicht auf dem Wege mit. Also wenn wir was scheppern hören, dann ja. Du denkst hoffentlich dran, dass hier Leitungen sind, ne? Ich weiß noch nicht. Sind die wichtig? Ja, das sind die Kisten, die hier mal standen, Hasenzahn. Achso, ja, die habe ich ja nicht angefasst. Ich habe nur drum rumgebaut. Und wo sind die Kisten? Welche Kisten? Na, die Kiste, die hier stand und die Kiste, die da drüben stand. Verschlungen vom Kern der Zeit? Wenn der Jules mitkriegt, ne, dass du hier an dem Lagersystem alles kaputt gemacht hast, dann bringt er dich, glaube ich, um. Und er wohnt näher dran als ich. Ich habe ja nichts kaputt gemacht, ich habe nur die Kisten abgebaut. Ja, du weißt aber, dass wenn du die jetzt da dran setzt, das wieder Probleme gibt. Naja, wir brauchen die Kisten ja auch nicht mehr. Ach, wir brauchen die weder nicht mehr. Ja, dann mach doch das Rohrsystem weg. Du hast gesagt, ich soll das Rohrsystem nicht anfassen. Hast du gar nicht gesagt. Wo die Kisten übrigens mit zugehören. Wahnsinn. Ja, das würde ich nicht. Weil nur Rohrsystem... Ja, also wir wollten die Stadtplanung machen, wenn was sinnvoll ist. Wisst ihr eigentlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie schwer mir das gerade fällt? Was? Was der Niklas hier macht? Ja gut, es ist ja, naja, ihr wisst, ja. Der innere Monk in mir, der innere Monk. Ich mehr sag euch dazu nicht. Verstehe ich nicht. Ich sag gar nichts dazu, weil es der Niklas ist. Der innere Monk. Ich weiß jetzt echt nicht, was ihr habt, ne? Also. Ist klar, man kann darüber hinwegblicken und sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, aber. Das geht halt nicht immer, das ist es. 6 Uhr morgens und ich bin schon wieder wach. Was ein Schwachsinn. Normalerweise gehe ich dann ins Bett. Aber ehrlich, ne?
Meine Krankenkasse hat mir übrigens jetzt einen ganz tollen Brief zukommen lassen. Ach nee. Ja. Daran. Die wollen jetzt jeden Monat 790 Euro von mir. Ach so, und warum? Weil die finden, ich habe so viel Einkommen. Einkommen von was? Ja, ich weiß es doch auch nicht. Das Einkommen, von dem du noch nichts weißt. Das ist natürlich abfrech, ne? Das ist der Hammer. Also wenn nicht alles täuscht, ist das nicht mehr ganz weit vom Höchstbeitrag weg. 790 Euro jeden Monat Krankenversicherungsbeitrag. Finde ich eine geile Nummer. Ja, die machen sich einfach Sorgen um dich, Fussel. Ja, ne? Die denken, der wird bald krank, ne? Die müssen wir was geben. Bald hier weggrippiert, der gute Steuerzahler. Eben. Was hast du denn jetzt schon Gedanken gemacht? Ja, ich hätte die Drogen da rausgeholt. Ja, was ist denn hiermit hier? Das brauchen wir doch auch alles nicht mehr. Hör doch mal auf, das Schwein zu schlagen, du perverses Schwein. Widerlich. Da geht der einfach da dran und zimmert dem armen Ding so eine eckige von so einem Steinding in den Rücken. Was soll denn das? Also, das ist ja unglaublich. Widerlich. So, also jetzt haben wir ja keinen großen Betonklotz mehr, sondern einen leeren Betonklotz. Was machen wir daraus jetzt? Also ich hätte ja die Rohre da rausgeholt. Ja, und jetzt mal realistisch gesehen. Ich hätte die Rohre da rausgeholt. Weißt du noch nicht, ob ich darauf bestehen soll, aber... Ja, ich weiß aber leider nicht mehr, wo die waren. Das tut mir jetzt leid, ne? So. Und dann gehen wir die Schweinchen mal füttern hier. Hat da gerade ein Schwein gerülpst? Geh doch mal weg jetzt! Was denn? Du widerliches Schwein, hau ab! Mach doch gar nichts. Du haust die armen Schwein! Das muss eine giftige Möhre gewesen sein. Was jetzt passiert? Ich fütter gerade ein Schwein und er haut's kaputt, weißt du? Und das Schwein umgefallen, tot natürlich. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du bist so widerlich, wirklich. Guck dir immer diese armen Viecher an. Grauenvoll. Aber wenigstens konnten wir ein paar Schweine nachgebären lassen. Ja, früher war ja eine Kiste, hätte ich die Möhren jetzt reinschmeißen können, weißt du? Blöd, ne? Ja. Vor allem, weil sie... Ding ja eigentlich eh nicht mehr stehen sollte, aber naja. Aber ihr habt jetzt euer Zuchthaus da hinten, ne? Oh, nicht mehr lange, dann verbrate ich euch alle zu Schnitzel. Unglaublich. Die haben gehört, ja, also dass du YouTuber bist. Die Schweine? Und meinst du, die sind jetzt hinter mir her? Oder warum? Wollen Autogramm? Wer, ich? Ja. Ja, im Keller. Achso. Also das mit dem Kaktus funktioniert schon mal, Fussel. Sehr gut. Hoffe ich zumindest. Ja, also. Nee, deine Krankenkasse. Ach so, die. Ja. Und die glauben, jetzt bin ich Multimillionär, weil ich ja mit 428 Followern Millionen verdiene. Schöwinger Streber, ne? Ja. Ja, weißt du, wenn das nicht immer so, wenn das kontinuierlich jeden Tag so 2-3 kämen, das wäre ja gut. Aber mal hast du so Tage, da kommen 2-3 hintereinander, ne? Dann hast du mal seltener, Gott sei Dank nicht. Ich hatte jetzt heute auch wieder einen da, wo ich einen dazu gekriegt habe. Wobei ja, jetzt also mit 7 Tage in Folge streamen, wobei stimmt ja gar nicht, wir haben ja am Samstag, Sonntag auch gestreamt. Also, wie viele Tage in Folge habe ich jetzt gestreamt? 8, 9, 10, 12, irgendwie so in der Größe noch. Was sind die 9 Tage am Stück gestreamt? Ja, diese Woche habe ich jeden Tag gestreamt. Das glaube ich nicht. Sind schon mal 7. Aber ich kann es ja nachgucken, Moment. Ja. Yeah. Also am gestern, heute. 29. 28. 27. 26. 26. Zweimal am 26. 25. 24.
21. Ah. Boah, Kaktussystem ist schon mal erledigt. Es waren also nur 1, 2, 3, 6. Also nur 7 Tage. Naja. Was? Du hast gesagt 9, 10 Tage. Ja, ich hab aufgezählt. Niklas? Ja? Wir brauchen ganz viel Erde. Warum? Weil hier drunter ein Weg ist, der muss dann zugemacht werden. Du bist da gerade unten dran. Ich habe aber keine Erde. Wenn du dich da runtergräbst, musst du das auch zumachen. Für mich war das hier schon abgeschlossen. Ich habe schon nach vorne geblickt, aber wenn du immer in der Vergangenheit lebst, dann... Ja. Jetzt sind wir aber immer noch bei der Frage, was kommt hier hin? Mein Hasenzahn. Hast du mich jetzt eingemauert, du selten blöder Affe? Was? Nein. Da käme ich niemals zu. Was machst du denn da unten? Hey. Was machst du denn da unten? Ich hatte Sex mit dem Mond, weißt du? Widerlich. Lass das offen, ich muss da noch mal runter, ja? Hast du das verstanden? Lass das offen. Ja, okay. Lass das offen. Ja, lässt du das okay. Wohl offen? Wenn ich wiederkomme, lass es zu, ne? Lass das ja, offen. Ja, jeder, okay. Jeder weg. Ich sehe dich. So, ja, er hat nicht gesagt, mit was ich es offen lassen soll, ne? Ja, gut. Lass das offen, ich sehe dich. Was denn? Mach ich bin auf dem Klo. Ich kann dir durchgucken. Ich habe rein gar nichts gemacht. Mm. Ich stehe hier nur auf einer Kiste. Ja, ich stehe hier nur auf einer Kiste, ja, ja. Mhm. Immer das Gleiche mit deiner Jungen. Ein widerlicher Typ. Ehrlich. Ja, jetzt aber immer noch die Frage, was machen wir denn? Gib dir halt mal Mühe. Ein Brunnen. Ja, ich wollte jetzt eine Feuerwache da hinbauen, das darf ich ja jetzt nicht. Warum darfst du das nicht? Naja, du hast gesagt, nein, wir wollen da was anderes hinbauen. Kam vor 10 Minuten und seitdem kam da nichts mehr. Reicht doch. Also theoretisch wäre der jetzt so fusseln, ne? Wir müssten mit dem Knopf quasi die Antriebsschiene steuern, richtig? Ja. Und die Weiche. Warum sind hier so viele Pfeile im Boden? Ja, weil ich aus Versehen mal geschossen habe. Fünfmal. Also so. Ja, kommt eh nicht mehr. So. Ja, ja, hier muss die Weiche. Also die Idee ja, genau. Ist ja, die Idee ist ja, ne, wenn jetzt, also ich muss ja immer vom Blöd ausgehen, also von Niklas, ne? Der Niklas drückt jetzt hier dreimal auf den Knopf. Dann haben wir hier drei Minecarts. Das ist natürlich scheiße. Deswegen muss das so gemacht werden, dass man die Minecarts dann wieder ohne Probleme gegen den Kaktus schieben kann, damit die wieder ins System zurückkommen. Also einmal drücken und dann geht es los und fährt zum Kaktus, logischerweise. Nee, gar nicht. Sondern nicht? Einmal drücken auf den Knopf heißt, es wird nur ein Minecart ausgelöst, nicht mehr. Ja genau, das ist ja der Knopf da. Genau. Da oben. So, und jetzt fällt dem Niklas ein, ach nee, ich will doch nicht fahren, ich habe ja Reiseangst. Dann kann man diesen Wagen, den er natürlich hier stehen lässt, weil er kümmert sich ja selber um nichts, dann kann man den einfach anschieben und dann fährt er hier wieder runter, zack, in den Kaktus und Thema ist durch. Also theoretisch müsste das so eine sein und richtig. Weg. So, und nur wenn du wirklich fahren willst, hier also in deiner Lore sitzt, dann drückst du auf den Knopf hier und der sorgt dafür, dass die Schiene Kontakt bekommt, dann fährt er ja automatisch los und gleichzeitig wird die Weiche gestellt, dass du auch in diese Richtung fährst und nicht gegen den Kaktus. Verstehst du? Ganz einfach. Ich muss wieder hoch, weil ich muss ja Löcher füllen. Ein kleines Kind betreuen, richtig? Ja, das nicht, aber die Schäden, die er verursacht, wieder rückgängig machen. Ja, ich denke, was du hast. Ein Brunnen mit Blumenbeeten, sagt sie aber. Sehe ich auch so. Man könnte hier natürlich einen schönen, weißt du, ich könnte mir das wie folgt vorstellen. Warte mal. Ihr könnt ja mal im Chat mit abstimmen. Also, wir machen hier unseren großen Marktplatz hin. Ein Brunnen in die Mitte. Und hier, wo jetzt Schafe und Schweine sind, kommt später mal das Rathaus hin.
Das kann ja hier schön groß sein. Das kann ja, das passt ja, ne? Das kann ja sogar größer sein als unser Haus. Unser ist ja noch ein bisschen hässlich. Aber hier könnte zum Beispiel ein Rathaus hin. Muss nicht auf die ganze Länge, aber so, ne? Dann haben die nämlich mehr Blick. Und hier unten kommt der Hafen hin. Ja, da bauen wir einen schönen Hafen hin. Ich habe noch keine Idee, wie wir es machen, aber da bauen wir einen schönen Hafen hin. Das ist eine gute Idee. Hast du das mitgekriegt, Gaming? Was? Ich hab nicht gehört. Der. Ja, ich war hier gerade dabei, deine Bäume zu pflanzen. Was haltet ihr davon? Das könnte doch ein Deal sein, oder? Ja. Weiß ich immer nicht, ne? Wir leben im 21. Jahrhundert, das Bäume pflanzen, das müsste eigentlich vollautomatisch gehen. Findest du? Oder was sagst du, Fußland? Ich finde eigentlich schon, ne? Ja, so schön mit Redstone Digitalsteuerung oder so. Eben. Aber, guck mal, vielleicht wird Niklas ja mal Politiker, die sind noch nicht so weit. Achso. Für die ist das noch Neuland mit Redstone. Ich in der Politik? Ja, ich kann mir das auch nur schwer vorstellen, aber in allem anderen kann ich mir dich auch nur schwer vorstellen. Ist halt immer so schwer, ne? Ja. Immer dieser Druck. Ja, selbst im Einzelhandel hätte ich da Schwierigkeiten, weißt du? Wie kommt es darauf? Das, mein Freund, wissen nur die Götter. Verstehe ich nicht. Jetzt brauche ich ja wieder scheiß Redstone-Fackel zum Invertieren, ne? Ja. Aber immer noch die Frage, was bauen wir hier? Also, Saba sagt, coole Idee. Was mit dem Hafen oder das mit der Burg? Nee, warte, keine Burg. Das, was ich vorgeschlagen habe, aber du hörst mir ja nicht zu. Außer ja, an den Rathaus. Nur ein Rathaus. Aber ich brauche die Redstone-Fackel nur im Endeffekt für die Weiche, ne? Nach ja, wie so ein Evertswerk, ne? Ja, genau. Aber denk dran, die Redstone-Fackel muss aus sein, ne? Hat er jetzt ja gesagt? Ich glaub, nein, nicht. Hat er nicht. Also für mich war das eher ein Ja. Siehst du, es ist doch völlig egal, was ich sage. Du machst doch sowieso dein eigenes. Also frag mich doch gar nicht erst. Okay. Mach doch einfach. Ich habe ja Game Mode One. Ich kann das wieder abreißen. Eben. Und bei dieser Schlamperei, die du hier fabrizierst, werde ich das wahrscheinlich auch tun müssen. Ich weiß nicht, was du meinst. Das war mir klar. Ist doch ein selten blödes Arschloch. Du hast gesagt, es hat es mit Stein nicht zu machen. Unglaublich. Jetzt setze ich einfach ein Loch. So. Und. Ihr seht, sag ordentlich mal. Arbeiten ist kaum Aufwand, ne? Müsste man nur mal eben machen. Das war jetzt wirklich kein nennenswerter Aufwand. Ja, die Frage mit den ständigen warum, Störungen durch Niklas, keine 10 Minuten, war das ganze Loch gefüllt. Da kann kein Creeper mehr entstehen, die Falle wird nicht geschwächt, nix. Weißt du? Ja. Gut. Sehe ich nicht, oder? Naja. Immer noch die Frage, was hier hinkommt, aber. Du machst, glaube ich, schon wieder so dermaßen kompliziert, ne? Man könnte ja theoretisch. Warum kriege ich dieses freaking Signal von dem freaking Druckknopf nicht? Also, ne? Also, ich persönlich, ne? So als ja. Kleiner Tipp. Ich würde mir den ganzen Scheiß hier erstmal wegmachen. Ja, den brauchst du ja noch nicht. Mach den ganzen Mist hier weg, damit du dich hier frei bewegen kannst. Du musst halt nur merken, dass du hier in diesem Bereich arbeiten wirst. Warte, ich meiß dir die Sachen mal eben zu. Ja, ich hab genug. Weißt du? So krieg ich ja Signal. Genau. Jetzt da, wo du stehst, ist ja die Weiche, ne? Hier ist die Weiche. Bringt das was, wenn ich hier irgendwo die Redstone-Fackel mache? Und da dann weitergehst, so quasi. Knochen mir lang gelagert. Also eher, nee. Ich habe das so gemacht, ich habe mich in diesem Bereich hier ausgebreitet. Ne? Nee, ne? Hier hinten rum bin ich gegangen.
Weil wenn du hier drunter gehst, hast du das Problem, dass da drüber ja eine Schiene ist. Na, scheiße, ich komme nicht raus. Weil hier diese gut, Werfer ist klar. Antriebsschiene ist auch klar. Die Antriebsschiene wäre ja dann theoretisch auf gut Deutsch hier. Das heißt, hier wäre das Redstone und eine Antriebsschiene. Kriegt die Antriebsschiene nicht automatisch einen Impuls über die Redstone-Fackel? Der Weiche? Die sitzen noch nebeneinander. Ah, jetzt weiß ich, wie du das meinst. Du meinst hier entlang führen quasi, dass das dann hier irgendwo rauskommt, das verbindeste, und machst zwischenrein die Redstone-Fackel. Genau. Richtig? Oder sehe ich das falsch? Ja, du musst ja eine Redstone-Fackel als invertes Signal haben und eine Redstone-Fackel hast du sozusagen hier unter der Weiche. Ja, klar. Also hier Redstone. Zack. Genau. Ja, ich guck mal, vielleicht krieg's hin, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wenn nicht, sag Bescheid. Eben, du bist ja wenigstens einer, der mir hilft. Gibt andere in unserer, wie hast du vorhin so schön gesagt, Community. Weißt du was? Ich glaube, wir müssen, wir machen das, wir lassen uns da was einfallen. Quatsch, war ja Holz, ne? Richtig, war ja Holz. So, was haben wir unten? Schwarzeiche, wie viel haben wir denn davon noch? 165. Ist ein bisschen wenig, ne? Ja, aber warum leuchtet diese Scheißfackel die ganze Zeit? Weil die Fackel grundsätzlich erstmal ein eigenes Signal hat. Aber das geht ja nicht aus, das Signal. Doch, das geht schon aus. Übrigens, das Lager kannst du auch gleich wegschmeißen, denn Niklas ist hier unten. Der stützt jetzt schon wieder irgendwelche Lampen ab. Hä? Oder muss ich einen Konverter zwischen reinbauen? Nein, brauchst du nicht, Hasi. Sag mal, entweder bin ich komplett dull? Ja. Davon darfst du ausgehen. Wirf mir doch mal bitte zwei Redstone-Fackeln, ein bisschen Leitung zu. Jojo, reicht. So. Das war ja an sich ein dummer Gedanke, den ich da hatte. Das Blöde ist, dass Redstone natürlich in den Rucksack gelegt wird. Sekunde. Also es geht nie schnell. Das darf jetzt nie einer glauben, dass hier irgendwas schnell geht, ne? Na, das sowieso nicht. Also. So, guck mal. Brauche ich noch irgendwas? Ich glaube, mit Holz geht das. Holz ist leitendes Material, ne? So. Warte mal, haben wir irgendwo Spinnennetz? Weißt du, jemand oder ein Netz allgemein? Hast du einmal Kies? Kannst du den mal auf die Redstone-Fackel legen? Ein Kies? Ey, warte, so meinst du, ne? Ja, auf die Redstone-Fackel, genau. So. Also der Kies signalisiert jetzt dieses Gleis sozusagen, ne? Das Gleis kommt oben drauf, das ist der Kies, ne? Ja. In welche Richtung das Gleis, das kann man immer noch gucken, das ist erstmal grundsätzlich egal. So. Keine Musik mehr. Verstanden? Jetzt ist die Redstone-Fackel aus. Ja, okay. Weil hier ein Redstone-Signal anliegt. Ne? Ja. Ist das Redstone-Signal weg, geht die Fackel wieder an. Also ich brauche für ein zunes Redstone-Signal immer zwei Blöcke sozusagen. Ja, vor allem musst du die Fackel an den seitlichen Block hängen, an den du dran gehst, ne, wo der Strom dran kommt. Ja, okay. Darf also nicht mittig stehen, sondern muss so sein. Und dann kannst du sie schalten. Also du könntest jetzt statt einer Redstone-Fackel natürlich auch einen Knopf nehmen, ne? Ja, logisch.
Und wenn du das hier so hast. Hast du einen Knopf? Nee, gerade nicht. Aber ich... Ein Schalter? Können. Warte, hier war doch einer drin. Hier ist ein Schalter drin, Sekunde. Okay. So. Redstone-Fackel ist an. Ich habe kein Signal. Ich gebe ein Signal. Redstone-Fackel geht aus. Okay, jetzt habe ich's, glaube ich. Das heißt auf Deutsch nach Adam Riese und Eva Zwerg. Na? Oh, hier. Wobei das hätte ich lassen können. Das weg. Das heißt auf Deutsch, ich gehe hier runter zweimal. Da mache ich, ne, da mache ich so. So. Zack, 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 zack. Aber dann ist es ein Kreislauf. Aber so theoretisch würde es gehen. Es darf halt nur kein Kreislauf sein, ne? Ja, klar, das war jetzt halt ein Kreislauf. Ey, könnte man Spinnennetz nicht auch so machen? Oder machen wir das so? Warte mal. Nur wenn du eine Spinne bist, kannst du das selber machen. So. Oh, toll. Wir haben kein Spinnennetz da, ne? So ist aus. Guck. Ja. Guck an. Sollen wir nur gucken, wie wir das mit dem scheiß Knopf machen? Und jetzt kommt es eben drauf an. Ja? Wenn die Weiche ohne Redstone-Signal hier abbiegt, ja? Dann ist super. Dann muss das Ding halt aus sein. Das ist halt jetzt die Frage, wie es sein muss. Ob du eine Werteschaltung brauchst oder nicht. Das heißt, ja jetzt quasi nur hier... Also Redstone-Fackel ist an, ne? Leg mal ein Gleis bitte drauf. Und an dem Schiene, ne? Oder ein normales? Ne, ein normales Gleis. Aber warte mal, wir müssen hier vorher noch ein Gleis hinsetzen. So. Da muss ein Gleis drauf. Warte mal. So. So ist ja der Plan. Genau, also richtig? Ist die Redstone-Fackel an, dann ist es sozusagen auf Normalzustand. Ja, dann ist das keinen Sinn da oben. Genau, und wenn die Redstone-Fackel aus ist. Genau, du brauchst also hier wahrscheinlich kein invertes Signal. Warte mal, ich teste mal. Zack. Zack, zack. Machen wir das einfach mal so. So. Gut, jetzt muss ein invertes Signal. Siehst du, jetzt hat er sich eingependelt, jetzt weiß er, was er will. Und jetzt weißt du, okay, du musst jetzt eigentlich ein invertes Signal erstellen. Das heißt, ich müsste das Signal nochmal mit einer Redstone-Fackel, dass die Redstone-Fackel Dauer aus ist. Und nur wenn sie das Signal richtig steht, dann. Genau so sieht's aus. Also müsste ich jetzt quasi noch eine Redstone-Fackel dazwischen reinbauen. Und setz da bitte mal eine Antriebsschiene rein. Hab ich gerade keine. Da ist aber eine drin. Ah, du willst gucken, ob das vielleicht auch noch geht, wenn hier eine Antriebsschiene ist? Auf genau. Geht. Also, okay. Genau so bleibt's. Das Einzige, was jetzt passieren muss, das Signal muss invertiert sein. Das Problem wird jetzt wahrscheinlich werden, dass die Antriebsschienen dann unter Dauerstrom sind. Könnte das sein? Ich weiß nicht, wo die sollten nicht. Eigentlich von ihrem Knopf, nämlich... Deswegen hatte ich den Knopf auch hier hingesetzt. Also eins weiter nach vorne. Damit die Antriebsschienen durch den Knopf Strom kriegen. Da muss man jetzt natürlich drauf aufpassen. Du kannst ja mal das Signal invertieren. Das könnte ich ja einfach hier machen, sozusagen. Das müsste gehen, ja. Nee, das geht nicht, weil... oder? Ich weiß nicht, ich könnte sein... Hast du noch eine Fackel? Ja. Weil die Leitungen müssen, glaube ich, immer gerade drauflaufen. Ja, genau, geht nicht. Aber das wäre jetzt kein... Muss er eins weiter nach hinten, genau, dann geht das. Genau. Genau. So, aktuell ist jetzt das Gleis korrekt und die Antriebsschienen sind nicht im Strom. So, wenn wir jetzt draufdrücken, geht er rum. Perfekt. Ne? Ja, ich würde jetzt ein virtuelles High Five geben, aber das geht ja in dem Spiel nicht. Warte, ich kann dich ja ankotzen, wenn dir das hilft. Warte mal. Geht nicht. Warte mal, da kann man noch Emotionen machen, oder? Da. Ja, hat doch geklappt, siehst du? Also. Du kannst jetzt natürlich... Jetzt habe ich auch
überlegen, ob der Knopf, ne, wenn hier eine Lore steht, ob der Knopf noch eins näher ran soll oder so. Das muss ich gucken. Aber es funktioniert so. Also insofern im Zweifel besser lassen. Hier, den würde ich ja, natürlich gegen solide austauschen, ne, den Block hier, wo die Fackel dran ist. Marmor? Ja. Verliert das Marmor? Aber ich denke, so passt es auf jeden Fall. Wieso liegen hier plötzlich Glockenblumen?